Es gibt viele Theorien, was sich unter einer Minecraft-Welt befindet. Manche glauben an den Nether, andere an die unendliche Leere und ein paar wenige vermuten dort unten riesige Hühnchen. Ich persönlich war von keiner dieser Möglichkeiten überzeugt und nahm die Forschung deswegen selber in die Hand. Mit meiner besten Ausrüstung grub ich mich runter zum Mittelpunkt der Erde, wo ich tatsächlich ein uraltes Loch fand. Obwohl alles in meinem Kopf sagte, ich sollte es nicht tun, sprang ich. Das war mein größter Fehler. Freunde, wie sagt man so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Und genauso gibt es auch keine schlechten bzw. gefährlichen Dimensionen, sondern nur schlechte Ausrüstung. Aus genau dem Grund habe ich mir hier wirklich ordentlich viele Dinge zur Seite gelegt. Wir haben hier wirklich Tools mit sehr, sehr guter Verzauberung, sogar ein paar Totems und ein guter Bogen sind am Start. Außerdem hier an der Seite eine wunderbare Rüstung, sogar mit neuen Trims, die ich anziehen werde. Was genau mich in der Dimension heute erwartet, weiß ich selber nicht. Ich war nur einmal ganz kurz drin und da bin ich wirklich fast die ganze Zeit gestorben. Aus dem Grund bin ich mir absolut sicher, dass wir heute auf jeden Fall sehr, sehr gute Ausrüstung brauchen werden. Genau deswegen darf ich auch mit der reinstarten. Ah ja, und das Wichtigste sind logischerweise nicht die ganzen Waffen hier, das Holz oder das Essen, sondern natürlich die Glücksjukebox. So, wir haben hier außerdem Fackeln drin. Auch die sind heute sehr, sehr wichtig, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja gut, und abgesehen davon sind wir, glaube ich, auch direkt schon sehr, sehr gut ausgerüstet. Wir müssen uns jetzt erstmal auf den Weg zu den Koordinaten 0, 0 machen und uns da einmal genau gerade nach unten bauen. Ah ja, und passend zu Halloween, falls ihr euch wundert, wie jedes Jahr habe ich mal wieder meine gesamte Bude um mich rum abgedunkelt. Das heißt, klar, eigentlich merkt ihr das in der Aufnahme nicht, aber für mich ist es wirklich nochmal doppelt so gruselig wie normalerweise. Okay, also die Koordinaten 0 und 0 scheinen hier unter Wasser zu liegen. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht, aber sollte auch kein Problem sein. Also eigentlich sind wir fast perfekt bei den Koordinaten und hier ist was. Oh mein Gott, hier ist irgendwas, was normalerweise nicht spawnen sollte. Also ich glaube, es könnte auch eine Ancient City sein, aber das ist keine. Oh Gott, wir haben das gefunden, was wir gesucht haben. Die Struktur in der Overworld, den Eingang zum Void. Boah, und ihr merkt vielleicht schon, ich versuche das gerade die ganze Zeit ein bisschen herauszuzögern, aber ich glaube, ich muss da jetzt runter. Wir springen ins tiefe Void in 3, 2, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, wir kriegen richtig viele Rezepte und wir fallen. Wir sind da. Wir sind im Void angekommen. Oh mein Gott, und es sieht unfassbar gruselig hier aus. Es sieht unfassbar gruselig, aber irgendwie auch sehr, sehr beeindruckend aus. Wir haben hier irgendwie einen neuen Effekt, der sich Void's Blessing nennt. In ein paar Sekunden läuft der aus. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Generell gab es relativ wenige Infos im Internet zu der Mod. Also ich glaube, ich bin genauso gespannt wie ihr und weiß eigentlich genauso wenig wie ihr. Das hier ist allerdings etwas, was ich im Vorhinein schon gelesen habe. Wir sollten uns immer im Licht aufhalten, weil sonst irgendwelche gruseligen Gestalten spawnen können. Und das gefällt mir gerade gar nicht. Warum werden hier meine Fackeln zerstört? Was zerstört meine Fackeln? Was ist hier los? Egal was das ist, ich bin auf jeden Fall nicht alleine. Oh mein Gott, und wir haben gerade irgendeinen Effekt bekommen. Was ist hier los? Wir haben da den Ruf des Voids bekommen und Darkness 2. Das ist wie in der Ancient City mit Darkness. Was soll das? Oh mein Gott, ich höre was. Ich höre was. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist er? Was ist er? Was ist er? Was ist er? Ich kann ihn nicht angreifen. Nur manchmal. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, wir können ihn verjagen. Wir haben irgendeinen Effekt. Wir haben irgendeinen Effekt. Ich muss jetzt schon OP-Goldapfel essen. Was ist das hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich sterbe direkt. Ich sterbe direkt. Was ist das für ein Ding? Was ist das für ein Ding? Warum macht es mir so viel Schaden? Warum kriege ich die ganze Zeit Schaden? Was ist hier los? Was ist das für ein Zombie? Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss es besiegen. Ich muss kämpfen. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben sogar ein neues Advancement. Ich weiß nicht, was das ist. Aber wir haben es. Wir haben kein Item oder so bekommen. Aber wir haben es besiegt und irgendwie ein neues Advancement bekommen. Okay, wir müssen uns unbedingt die ganze Zeit im Licht aufhalten. Wenn wir auch nur eine Sekunde kein Licht haben, dann kommt er wieder und dann haben wir ein richtiges Problem. Oh, hört, seht ihr diese... Was sind das für Augen da vorne? Was ist das hier? Durch diese Dimension ist krank. Es gibt keine freie Sekunde, in der wir einfach mal chillen können. Mir gehen halt auch irgendwann die Fackeln aus. Was ist das denn jetzt? Wo kommt dieser Käfer her? Was ist das da? Was ist das? Warum springt es?
Es ist wie ein Wither-Skelett mit zwei Köpfen. Was ist das? Oh mein Gott. Okay, wir haben es besiegt. Was auch immer es ist, wir haben es besiegt und wir kriegen wieder die ganze Zeit Schaden. Keine Ahnung warum. Es sind überall gruselige Mobs. Was ist das? Was ist das für ein Turm? Okay, der leuchtet. Ich glaube, da muss ich hin. Okay, alles gut, alles gut. Ich muss in diesen Turm rein. Was ist das? Wo bin ich? Wir haben Eisen. Ich brauche kein Eisen. Ich brauche Licht. Oder irgendwie eine Erklärung, was hier abgeht. Okay, wir gehen den Turm hoch. Wir gehen den Turm hoch. Okay, hier ist alles safe. Hier ist Glowstone. Hier sind Glowstone-Lampen. Glowstone-Lampen sind Licht und so. Solange ich im Licht bin, ist eigentlich alles okay. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Was macht er jetzt schon wieder? Er hat mir gesagt, im Licht ist alles okay. Mir wurde gesagt, ich soll einfach im Licht bleiben und alles wird gut. Oh mein Gott, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht. Nein, 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 nein. Okay, alles gut. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Okay, was auch immer das hier für ein Ding ist, es ist verdammt stark. Man kann es zwar töten, aber es kommt immer wieder, wenn ich zu lange in der Dunkelheit bin. Ich platziere überall Fackeln und ich laufe weiter. Ich erkunde die Welt und solange ich überall was hinsetze, sollte eigentlich alles gut sein. Was ist das? Guckt ihn euch an. Dieses Teil sieht ja unfassbar creepy aus. Aber es ist friedlich. Ich kann drauf reiten? Okay, ich kann es irgendwie nicht steuern. Zumindest weiß ich nicht, wie das geht. Aber was auch immer das ist, man kann es einfach reiten. Okay, wie gesagt, es gab kaum Infos zu dieser Mod. Ich bin genauso überfordert wie ihr. Oh mein Gott, ich höre schon wieder was. Oh mein Gott. Wie gesagt, ich weiß genauso wenig wie ihr. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Was ist das hier? Das ist irgendein neues Biom. Okay, wir haben ein neues Advancement freigeschalten. Das ist sehr, sehr gut. Das ist eine Fleischhöhle. Aber es ist irgendwie keine... Oh mein Gott, ich krieg Schaden. Warum kriege ich teilweise Schaden? Oh mein Gott. Ich kann mich nicht bewegen. Ich werde angezogen von irgendwas. Ich höre Schreie. Ich höre Schreie. Was ist das hier? Gott, lass mich einfach nur in Ruhe. Was ist das denn jetzt? Was sehe ich denn da vor mir? Um Gottes Willen, was ist das für eine Dimension? Ich verstehe, warum Mojang nicht will, dass man unter das Bedrock kommt. Was ist das für ein Ding? Warum guckt es mich an? Was ist das für ein Teil? Ich will es nicht wissen. Was auch immer das ist, ich will es nicht wissen. Dieses Gebiet unter dem Void, das verlangt mir gerade alles ab. Ich will einfach nur so viel wie möglich erkunden und irgendwie es hier rausschaffen. Ich weiß nicht, ob es einen Weg hier raus gibt, aber wenn, dann muss ich ihn finden. Oh mein Gott. Seht ihr ihn? Oh mein Gott, er ist es schon wieder. Er ist es schon wieder. Aber er ist weg. Mein Gott, das Tal. Guckt euch das Tal an, ich sehe gar nichts. Ich kann keine 2 Meter sehen. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das hier? Was ist das? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was das ist. Ich habe das noch nie gesehen. Es kann schießen. Aber wir können ihm auch Schaden machen. Wir haben's. Was auch immer das ist, wir haben's. Das sah aus wie ein Wither, aber nur mit einem Kopf. Oder gar kein Kopf. Ich weiß es nicht mal mehr. Oh Gott, hier auf den Hügel zu laufen, war vielleicht doch ein kleiner Fehler. Okay, aber ansonsten ist hier eigentlich nichts. Oh mein Gott, das ist eine Höhle. Das ist eine Höhle und ich muss da durch. Ich muss da rein und muss sie erkunden, auch wenn das absolut lebensmüde ist. Was ist das hier? Oh, nix. Wir haben ein neues Advancement und wirklich ein neues Erz freigeschalten. Und die ganze Zeit solche komischen Augen, die mich verfolgen. Aber wir haben ein neues Erz. Das ist sehr stark. Ich weiß noch nicht, was man damit machen kann, aber wir werden das herausfinden. Was kann ich damit anstellen? Was ist das? Okay, also wir können uns aus Onyx scheinbar eine Onyx-Nadel herstellen. Und wenn wir damit in flüssigen Void sind, dann kriegen wir irgendein besonderes Advancement. Okay, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, wo wir flüssiges Void herbekommen. Aber sobald wir so eins sehen, dann müssen wir das ausprobieren. Wie machen wir uns eine Onyx-Nadel? Was ist das? Wie machen wir das? Oh mein Gott, wir brauchen Levendite, verrottete Knochen und ein Onyx, alles klar. Keine Ahnung, wo genau wir das finden können, aber ich würde sagen, wir caven erstmal weiter. Das sollte auf jeden Fall nicht verkehrt sein. Ich weiß nicht, ob das clever ist, aber ich fange jetzt einfach an zu strip-mine. Ich glaube, da kann mir theoretisch dann ja auch nichts mehr passieren. Ich gehe so tief runter wie möglich und wir graben uns da einfach einen Gang in der Hoffnung, dass wir so irgendwie dieses neue lilane Erz bekommen. Das neue lilane Erz bekommen. Keine Ahnung, wo das spawnen kann. Wobei doch, hier geht's nochmal rum. Hier ist es! Das ist es, oder? Oh mein Gott, wir haben's. Wir haben genau das, was ich wollte. Was ist jetzt los? Ich habe Levitation. Was ist das? Wohin werde ich eingesaugt? Ich weiß nicht, was abgeht. Was ist das hier? Es ist alles dunkel, es ist alles schwarz. Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Das ist flüssiges Void. Das ist genau das, was ich gesucht habe. Oh mein Gott, ist das gruselig, wenn man da drin ist. Okay, das ist genau das Ding, in dem wir eine Nadel benutzen sollen. Wir gehen in dieses gruselige Void rein, was mir gerade wirklich unfassbar Angst gemacht hat und setzen die Nadel ein. Was ist passiert? Ist irgendwas passiert? Es ist gar nichts passiert. Wir haben keinen Effekt und ich glaube, es ist auch nichts gedroppt oder so. Oh mein Gott, wer ist er? Wer ist er? Wer ist er? Was ist das? Was ist das? Wo bin ich? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das sind mehrere. Ich muss hier durch, ich muss hier durch. Oh mein Gott, ich kann durch Wände gehen.
Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann nicht fliehen, ich kann nicht fliehen. Es geht hier einfach durch, aber es erstickt auch in der Wand. Oh mein Gott, was auch immer es ist, ich glaube, es stirbt. Was auch immer das war, es ist erstickt. Es ist einfach in der Wand gestorben. Ich weiß nicht, ob das gewollt war. Ich höre die ganze Zeit gruselige Geräusche, aber... Oh. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was ist das jetzt? Es kann kein Erdbeben geben. Es kann nicht sein, dass es jetzt ein Erdbeben gibt. Oh mein Gott. Es gibt hier Erdbeben? Diese Mod überfordert mich so sehr. Diese Mod überfordert mich so sehr. Ich muss hier raus. Ich muss raus aus dieser Dimension. Aber wie mache ich das? Wie mache ich das? Es muss doch hier irgendwas in den Advancements stehen, was ich irgendwie übersehen habe oder so. Void Pan... Was? Oh mein Gott, es gibt ein Item, mit dem wir rauskommen. Wir brauchen 2 Knochen, 1 Kabel Deep Slate und 1 Knochen Marrow. Wir haben Kabel Deep Slate und Knochen. Wir brauchen nur noch dieses Ding hier. Nur noch Bone Marrows. Ich weiß nicht, was das ist. Wir müssen schnell nach oben. Wir müssen schnell nach oben. Ich hab nur noch eine Fackel. Oh mein Gott, ich muss es hier rausschaffen. Ich muss es irgendwie hier rausschaffen. Das ist das große Finale gerade. Das ist das große Finale. Schaffe ich es rechtzeitig, mir dieses Ding zu craften und wieder in die Overworld zu kommen? Oder schaffe ich es nicht und ich spawne an dem Typen. Oh mein Gott, er ist da. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Das war mein letzter OP-Goldapfel. Ich habe keine Fackeln. Ich sehe ihn zu wenig. Oh mein Gott, das könnte es gewesen sein. Nein, er hat mich. Ich muss rennen. Das Totem. Ich habe vergessen, dass ich ein Totem habe. Ich muss irgendwie weg. Ich muss nur an die Oberfläche. Ich muss nur einmal so ein komisches Ding bekommen. Das ist mein letzter Goldapfel. Irgendwie hier in die Lücke. Lass mich hier in die Lücke. Lass mich einbauen. Geht das? Funktioniert das? Ich bin mir nicht sicher. Wir sind weg von ihm. Ich bin weg. Ich bekomme keinen Schaden mehr. Ich habe mich weggebaut. Ich war mir sicher, das ist mein Ende. Ich weiß nicht, ob er irgendwie noch in der Nähe ist, ob er direkt auf mich drauf geht, wenn ich mal wieder in der Höhle oder irgendwie an der Oberfläche lande. Aber dass wir das gerade überlebt haben, ist krass. Das ist unglaublich. Wir brauchen nur so ein Ding. Wir brauchen nur ein Bone Marrow, aber ich weiß nicht, wo ich das herbekomme. Für mich sieht das aus wie normales Gras, was wir einfach ganz normal in der Overworld abfarmen können. Das ist alles. Mehr ist es nicht. Wo kriege ich dieses komische Ding her? Was ist das hier? Kann ich das irgendwie abbauen? Okay, das macht einfach gar nichts, auch wenn ich das... Ich habe es mit einer Schere zerstört, das ist ein Farn leider. Okay. Ich brauche ganz normales Gras. Das, also, glaube ich zumindest. Das muss doch hier eigentlich überall spawnen. Aber es ist weder das Ding hier, noch diese großen Varianten. Oh mein Gott, es wird schon wieder dunkel. Da ist er wieder. Da ist er schon wieder. Nein. Hör auf. Ich renn doch. 1,5 Herzen. 1 Herz. Ein halbes Herz. Okay, unser nächstes Totem. Nein, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Lass mich weg. Das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Ich hatte die Lösung für das Problem. Das kannst du mir nicht antun. Es muss es hier irgendwo geben. Ich muss rennen. Oh mein Gott, das ist es. Das hier ist das Gras. Das hier ist genau das, was ich brauche. Oh mein Gott, ich muss wegrennen. Ich muss nur wegrennen, bis er mich nicht mehr verfolgt. Nein. Nicht mein Totem. Ich muss irgendwie dieses Gras abbauen. 2 Herzen. 1,5 Herzen. Ich krieg das nicht in mein Inventar. Ich hab's in meinem Inventar. Ich muss irgendwie nur craften. Ich hab ein halbes Herz. Nein! Stalker 187, mein Mini-Gustav. Auftrag abgeschlossen. Wir haben deinen Boss erledigt.